Heute geht es um ein verlassenes Kinderheim. Es steht eingewachsen am Rande einer Kleinstadt und sieht von außen schon ziemlich schaurig aus. Ich konnte leider keine genauen Daten über das Gebäude in Erfahrung bringen. Es ist einfach nichts zu finden. Aber anhand des Baustils würde ich sagen, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut wurde. Trotz fehlender Informationen kann sich sicherlich jeder vorstellen, wie schlimm und schwer der Alltag für die Kinder in solchen Einrichtungen sein musste. Gewalt und Missbrauch gehörten leider meistens zum Alltag. Hi Leute und herzlich willkommen bei Hillbilly TV. Ich bin der Benny. Ich bin der Steve. Und heute haben wir einen kleinen Lost Place für euch. Wir sind heute in einem alten Kinderheim. Wollen das mal erkunden, mal schauen, was es hier so gibt. Wir sind jetzt schon drin. Müssen ein bisschen leiser sein, weil im Umkreis sind Häuser. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dabei. Ist auf jeden Fall alles offen. Hier ist das unterste Geschoss. Gehen wir erstmal rauf, oder? Ja. Hier hat man ein richtig geiles Relief mit Kindern. Hier ist die erste Etage. Schauen wir uns mal um. Jetzt gehen wir mal. Ah ja, das ist natürlich auch ein richtig geiles Motiv. Schaut euch das mal an. Kann man sich richtig vorstellen, wie die kleinen Gurigen damals hier ihre Hände gewaschen haben. In einer Reihe. Und die Tapete hier. Wenn es sich so abbröckelt, ist schon geil, ja. Die Glocke. Hörst du das? Alter, wir hören jetzt schon wieder. Es klingt wie so eine Essensglocke. Aber das scheint ja unten zu sein, oder? Ist immer lustig, wenn ich immer mit Steve unterwegs bin. Passiert nämlich immer solches Paranormales. Also wir hatten da schon öfters mal Situationen. Wenn du hier in diesem Gebäude gelebt hast, dann mach jetzt die Tür zu. Bist du hier gestorben? Dann mach die Tür zu. Alles klar. Hier noch ein alter Essensaufzug. Und hier war bestimmt die Essensdurchgabe. Und das hier drüben der Speisesaal. Speisesaal. Waschbecken. Hier ist es gerade wieder extrem ungemütlich. Speisesaal. Ich denke mal, dass das hier der Speisesaal war. Schön recht großzügig. Mit Essensdurchreiche. Schön cool. Das ist ein anderes Treppenhaus, ne? Wie bitte? Anderes Treppenhaus hinten. Ja. Der Topf. Hier steht noch so ein richtig alter, schöner Topf. Richtige fürs Bushcrafting. Aber bleibt natürlich hier. Hier ist auch noch so eine alte Lampe. Ich denke mal DDR. Natürlich auch cool.
euch das mal an. Das ist ein alter Lautsprecher. Der hing bestimmt mal an der Wand. Entweder zum Musik hören oder für Durchsagen. Der kleine Kevin war nicht artig. Bitte ins Direktorenbüro. Oder sowas in der Art. Jetzt immer noch eine Etage nach oben. Dann werden wir jetzt mal raufgehen. Wir sind jetzt quasi im zweiten Stock. Es geht dann noch ein Stockwerk nach oben. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Der Teufel verkleidet uns. Hier ist der Teufel am Werk. Ich hab so Angst. Ich glaube, wir müssen einfach draufgehen. Wir haben im Endeffekt ein Zimmer. Was verdeckt ist oder mal verdeckt war, so dass keiner rein oder rausschauen konnte. Und der Boden hier, der sieht auch nicht mehr so gut aus. Also es regnet auf jeden Fall rein. Ja, sollte man natürlich dann immer extrem vorsichtig sein. Auch hier überall können wir schon überall die Tapeten von den Wänden. Und hier unten, das waren bestimmt mal Vorhänge, bunte. Hier ist noch der Speiseaufzug. Das ist quasi oben. Also geht es definitiv noch eine Etage nach oben. Fest.
der Schlüssel zum Tresor. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ist schon mal was Besonderes, so ein Tresor zu finden. Hat man nicht immer. Noch ein WC. Ein Wasserklosett. Das sieht genau aus wie unten. Alter, das Fenster sieht ja auch richtig cool aus hier unten. Aussieht, weil es ja überall teilweise reinregnet. Da geht ja noch mal eine. Dann ist das hier gar nicht der Dachboden, dann ist das da oben der Dachboden. Oh ja, die Etage sieht aber nicht gut aus. Schaut euch das mal an hier. So eine Saalweide aus dem Fenster raus. Und als Nährboden dient Asche. Also hat es hier bestimmt mal gebrannt. Da hinten wächst der Farn. Immer auch noch alte WCs. Und zur Abwechslung mal nicht reingeschissen. Auf die meisten LPs. Auf die Toiletten immer eine kleine Überraschung hinterlassen. Hier sieht man natürlich auch krass, wie sich dann der Verfall seinen Lauf bildet. Das ganze Dach eingebrochen. Das war auch mal ein Waschraum hier, so wie es aussieht. Waschbecken, Spiegel. Aber alles schön zusammengestürzt. Bizarres Bild. Hier wachsen Brombeeren. Hier ist das Dach eingebrochen. Und mitten in diesem Szenario steht ein Fernseher. Wahnsinn. Schauen wir nochmal schnell auf den Boden, wie es dort aussieht, und dann gehen wir nochmal in den Keller. Also ich glaube, da kann man nicht mehr. Nicht mehr begehen, obwohl es da hinten ziemlich weiter geht, aber ist einfach zu riskant. So, gehen wir mal wieder runter. Ja, das machen wir. Ja. Die Treppe hier, die ist eine Stufe, die sieht auch nicht so gut aus. Schauen wir mal in den Keller. Das heißt Keller, das ist so ein halber Keller. So halb unter der Erde. Was haben wir denn hier? Wie so ein alter Trunk oder sowas. Jetzt steht mal noch eine Leiter. Ein Waschbecken. Küche. Hier unten steht
standen bestimmt mal die Öfen und hier haben wir noch eine Kunstabzugshaube. Und hier dieser kleine Nebenraum. Ach hier, Essensaufzug. Konnte das ganze Gebäude versorgt werden. Und das wird bestimmt mal wie so ein Spülraum gewesen sein, zum Spülen oder so. Das sieht ja mal richtig gruselig aus, hä? Wie von Kevin allein zu Hause. Ja, Kevin allein zu Hause. Kennt ihr diesen Ofen? Der war ja richtig cool. Vor allem als Kind hat man sich da richtig gegruselt. Ja, der Ofen war echt. Ist rausgezogen. Hier ist noch der alte Kohlebunker. Das steckt eigentlich drin. Was? Das hier. Ach so, ja. Siehst du das? Ja. Ihr wollt wahrscheinlich wieder jemanden mausen. Dieses Heizsystem, hier wird wahrscheinlich Wasser durchgeflossen sein durch die Rohre, steckt eigentlich hier drin. Aber es war ihnen dann wahrscheinlich doch zu schwer. Diese elenden Verbrecher. Die haben einen Kohlebunker. So, ich denke, haben wir alles gesehen, ne? Ja. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da und abonniert den Kanal. Schaut auf Instagram vorbei. Facebook. Stevie hat schöne Fotos gemacht. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Benny und euer Steve. Thank you.